Hi, wir befinden uns in einem Sonderwaffenlager, da war ich schon drin. Wir sind heute wieder mal zu dritt. Das Gelände selber habe ich schon ein bisschen vorsondiert. Ich hasse es, hier in diesem Teil hier reinzukrabbeln. Ich habe es wieder getan, es ärgert mich wieder, aber naja gut. Aber es lohnt sich halt jedes Mal, ne, sich Verletzungen zuzufügen, um sich das hier anzugucken. Großes Gejaule jetzt, aber ich bin ein Indianer und Winnetou und die halten das durch. Also viel Spaß bei meinem Video. Das Ziel in diesem Bunker wurde mit Schwarzlichtlampen ausgeleuchtet. Leider rauscht meine Kamera bei Schwarzlicht. Aufgrund der Unzugänglichkeit ist dieser Bunker verschont geblieben von Plünderern und Kabeldieben. Zwischen meinem letzten Video und diesem Video sind ungefähr 6 Monate vergangen. Und wieder durch den Wald. So, gucken wir mal. Lichtverhältnisse. Achso, übrigens meine neue Uniform. Wüstentarnfleck im Wald. Clever. Bei solchen Wanderungen stellt sich bei mir die Frage, wenn im Wald ein Baum umfällt und niemand da ist, der ihn hört und sieht, ist denn überhaupt ein Geräusch vorhanden? Und genau das ist passiert. Hinter uns brach ein Baum zusammen. Und ja, man hörte ein Geräusch. Und nein, wir waren weit genug davon entfernt. Diese Aktion produziert Schallwellen und diese treffen dann aufs Ohr. Und dann hören wir den Krach. Punkt. Jörg ist auf der Bunkerkanzel. Nicht in Berlin, nein, hier. Stundenlang durch den Wald und wir haben immer noch nichts gefunden. Übrigens, das war ein Hochsitz, den wir gesehen haben. Da ist er doch. War ein Hochsitz. Falls ihr mich fragt, das ist Wildschwein. Kein Fleisch mehr übrig. Schade eigentlich. Da sind schon andere dabei gewesen. Der Abriss ist hier im vollen Gange. Hier waren mehrere Häuser zusammen. Na, das ist nur noch ein. Die Stirnseite ist nur noch vorhanden. Wir nähern uns nämlich der Kommandantur nebst Wohnhäuser. Wir vermuten ein Kino. Wenn nicht, habe ich es auf Kamera, wenn du runterfällst. Ein weißer VW Caddy fuhr an uns vorbei, hielt kurz an und fuhr weiter. Dieses Gelände wird und wurde kontrolliert. Nach dem Schrecken mit dem Wachschutz sind wir noch tiefer in den Wald gegangen. Dort standen sie dann, die Mannschaftsunterkünfte. Davon gab es gleich mehrere. У меня есть базовое доверие к советской архитектуре. Hier sehen wir einen Schlafraum, oder wie mein Freund Wladimir sagt. Здесь мы видим спальню. Eine Menge Zeitung. Pravda, Sowjetski Armia, Pravda, Komolska oder wie die alle heißen. Ich kann kein Russisch. Ich konnte Russisch, aber ich kann kein Russisch. Nicht mehr. Ja.
Unser Tag ist gerettet. Unsere russischen Toiletten sind vorhanden. Oh, Gott sei Dank. Ich muss nicht nach Hause fahren. Also wie gesagt, anderes Haus und quasi der gleiche Aufbau und Schlafsäle. Erdgeschoss, erste Etage, eventuell auch Dachgeschoss. Und Zeitung ohne Ende. Oh, Berliner Illustrierte Zeitung gibt es hier sogar. Kleiderkammer. Hier reiht sich Haus an Haus an Haus an Haus. Das ist schon sehr faszinierend. Also von Mannschaftsunterkünften, Mannschaftsunterkünfte, Mannschaftsunterkünfte, Offiziersheim, Mannschaftsunterkünfte, Mannschaftsunterkünfte. Wir sind jetzt, glaube ich, im 5. oder 6. Haus, die alle sehr baugleich sind, außer das, wo wir vorhin drin waren. Und ja, so wie ich das gerade gesehen habe, geht das hier noch weiter. Was bedeutet Hodenkobold? Hodenkobold ist ein wenig benutztes Wort in der Jugendsprache. Es kann sowohl als ernsthafte Beleidigung als auch im Sinne einer humorvollen Bezeichnung verwendet werden. Die bildliche Umschreibung soll dabei klarmachen, dass jemand hässlich ist. Generell gelten Kobolde als nicht schön, ebenso wie Hoden. Aber nun wieder zurück zum Video. Top of the roof. So, das ist hier ein Tauchbecken, beziehungsweise ein Übungstauchbecken für einen Panzer. Der wird quasi befüllt von oben. Also vorher setze ich mich rein mit meiner Druckmaske. Dann wird er befüllt von, ne, mit Wasser. Ja, und dann habe ich die Möglichkeit und die Chance und dann muss ich raus. Und daran wird geübt halt, ne? Falls ich mit dem Panzer zum Beispiel im Fluss oder so stecken bleibe und nicht drauf gehe. So, da kriegt er rein und dann wird das Teil geflutet. Dann sitzt du drin wie so ein Wahnsinniger. Dann stirbst du, wenn du Pech hast. Krass. Hier wurde zum Beispiel, falls der Typ dort nicht aus diesem Tauchsimulator rausgekommen ist, wurde hier da hinten das kleine Viereck da, da wurde die Klappe aufgemacht und das Wasser ist hier abgelaufen. Ja. Hier ist nochmal die Pumpe. Ich habe das Internet durchforstet, um die Funktionsweise des russischen Tauchsimulators zu dokumentieren. Doch leider habe ich nur, was heißt leider, die deutsche Variante, quasi die Bundeswehr-Variante gefunden. So oder so ähnlich funktioniert das auch bei den GSSD-Truppen. Im Ernstfall sind Brücken oft nicht da, wo man sie braucht. Oder sie sind zerstört. Leopardpanzer sind durchaus in der Lage, Flüsse zu durchqueren, auch tiefe Flüsse. Dazu verwandeln sie sich ein bisschen in so etwas Ähnliches wie ein Unterseeboot. Das heißt zuerst einmal alles dicht machen. Die Kanone und die vielen, vielen Öffnungen. Dann wird der Turmschacht aufgesetzt und verschraubt. Eine Hydraulik macht den gesamten Turmdrehkranz durch Überdruck dicht. Der Fahrer sieht nun nichts mehr und ist auf den Kommandanten angewiesen, der oben in seiner Schachtöffnung steht und das Wasser näher und näher kommen sieht. Das alles ist nicht ganz einfach, denn im Wasser verliert ein Panzer bis zu 60% seines Gewichts und kann sogar abgetrieben werden. Im flachen Wasser ist alles unproblematisch. Flüsse bis zu 1,20 Meter kann ein Panzer ohne jede Vorbereitung durchfahren. Warten ist der Fachausdruck. Er bleibt dabei gefechtsklar. Bis zu 2,25 Meter kann ein Panzer sich mit bordeigenen Mitteln auf das sogenannte Tiefwarten vorbereiten. Er ist dabei nicht mehr gefechtsklar. Bis zu 4 Meter tiefe Flüsse können die Panzer unter Wasser durchfahren, dann allerdings mit dem speziellen Schacht, durch den die Luft für Besatzung und Motor kommt.
Für den Fall, dass draußen in einem Fluss ein Missgeschick passieren, dass ein Panzer volllaufen sollte, sind die Fahrer mit Atemgeräten ausgerüstet. Mit denen wurde vorher im Schwimmbecken geübt. Sollte ein Notfall eintreten, sollte ein Panzer im Wasser stehen bleiben und volllaufen, dann gibt's hier Alarm und aus dem Übungsbecken wird das Wasser in Sekundenschnelle abgelassen. Das entspricht zwar nicht den Bedingungen, die man draußen im Gelände antrifft, aber Sicherheit ist unerlässlich. Dann können die Helden gewissermaßen mitten im trockengelegten Fluss aussteigen und sind für heute erst einmal gerettet. Тому зараз я зроблю дурницю і розділю це відео на кілька частин. Сподіваюся, вам було весело, і ви дасте йому великий палець вгору. До наступних зустрічей та будьте здорові!